Breite oder Größe zu erreichen, können wir hier auf der rechten Seite, haben wir hier die Fenster, wo hier auf und zu gehen, können wir hier unseren Bildschirm nochmals vergrößern. So haben wir jetzt wirklich die bestmögliche Bildschirmgröße. So, dann würde ich so viel zum Click-Meeting, zu der Software. Dann werden wir jetzt das entsprechend mit der Aufgabe beginnen. So, jetzt haben wir die. Genau, wo liegt sie jetzt gerade? Ich denke, Aufgabenblätter muss man gar nicht groß eingehen. Genau, dann wären wir gleich mit dem Starboard. Kannst du aber schon noch öffnen noch? Passt das mit dem Starboard? Na gut, also dann machen wir das gerade ganz kurz auf, gerade im Moment. Das war hier Übung 1, das war, ich muss gerade ganz kurz eine PDF noch öffnen. Das 1 und 2, oder? So, jetzt machen wir das andere auch noch gleich auf. So. So, machen wir zuerst die 1er, genau. Und dann haben wir es aber so. Gut. Gut, also. Jetzt, Moment, ich muss gerade noch kurz den Bildschirm freigeben. Jetzt haben wir gerade noch, das ist die 1er. So, jetzt hat. So. Genau, jetzt seht ihr den Bildschirm. Gut. Wir haben gedacht, wir beginnen heute mit der Einheit Einteilen einer Balkenlage. Dieses Aufgabenblatt findet ihr, wie gesagt, im ersten Ausbildungsjahr unter der Aufgabe 16. Da haben wir verschiedene Balkenlageübungen drin. Wir haben auch noch eine etwas komplexere Balkenlage mit drei verschiedenen Feldern. Die werden wir dann irgendwann mal nächste Zeit behandeln. Jetzt zur Übung. Im ersten Ausbildungsjahr beginnen wir mit dieser Aufgabe. Ihr habt jetzt einfach ein Mauerwerk, ein rechteckiges mit 24er Wandstärke. Die Außenmaße sind gegeben. Ihr seht oben Aufgabenstellung, Berechnung Sprungmaß, Deckenbalken. Das machen wir jetzt dann in die nächste Dreiviertelstunde. Zeichnen der Balkenlage, Maßstab 1:20. Also ihr könnt euch, oder ihr, die Aufgabe ist so, dass ihr euch das Ganze Maßstab 1:20 aufzeichnet oder Maßstab 1:10. Das ist jetzt sekundär. Also wichtig ist halt, dass ihr es maßstäblich zeichnet, damit ihr auch die Deckenbalken ordentlich einteilen könnt. Bemaßen des tatsächlichen Sprungmaßes, das ist immer gefordert in unseren Aufgaben, damit ja, man das schnell nachvollziehen kann. Oder man macht sich eine Maßlatte. Das wäre natürlich noch die Premium-Variante. Und erstellen der Holzliste, das machen wir auch mit dazu, weil die Bauwerke werden dann immer komplexer und zum Schluss muss ich ja wissen, was ich als Materialbedarf benötige. Angaben, der Abstand der Wandbalken sind 2 cm, das könnte mal mehr, mal weniger sein. Im Holzhausbau macht man das bündig oder setzt den Wandbalken direkt in die Wand mit rein. Dann Wandauflager der Deckenbalke 18 cm. Da kommen wir dann gleich dazu, was es eigentlich mit der Einteilung nichts zu tun hat. Das wäre die Aufgabe I oder Übung 1, sagen wir dazu. Ihr seht jetzt hier diagonal einen Strich durch mit einer Richtungsangabe. Das 1 oder die Zahl 1 in der Mitte heißt, das ist das Feld 1. Ich habe natürlich komplexere Bauwerke mit mehreren Feldern. Das dann da heißt, dann habe ich natürlich 2, 3, 4 egal wie viele Felder, die muss ich halt auch als solches titulieren. Vom Statikplan sieht es dann genauso aus. Ich habe die Richtung der Lage der Balken drin mit dieser Richtungsanzeige und diagonal diesen schrägen Strich. Da steht dann mit bei,
die Stärke der Balken oder die Dimension der Balken und E kleiner 60 cm. Das bedeutet, der Abstand soll nachher kleiner 60 cm betragen. In der Übung 2, schauen wir es mal gleich an, geben wir euch mal die Übung 2 noch frei, das PDF, dass ihr das seht, damit wir auf dem gleichen Stand sind. Die liegt unter der gleichen Rubrik, Aufgabe 16, im ersten Ausbildungsjahr, Einteilen von Balkenlagen, gleiches Spiel, Aufgabestellung komplett identisch, Abstand der Wandbalken, Auflage der Deckenbalken von 18 cm. Hier haben wir jetzt aber die Situation, dass ich hier eine Zwischenwand drin habe und die Spannrichtung eine andere ist, also ist 90 Grad gedreht. Das heißt, die Deckenbalken liegen in die 90 Grad in die Wechselrichtung drin. Ich habe hier eine andere Holzdimension, aber kleiner gleich 60 cm. Das Sprungmaß muss ich natürlich auch neu berechnen, aber ich habe die gleiche Vorgaben, was den Mindestabstand angeht, oder Höchstabstand, Entschuldigung. Jetzt haben wir noch einen Kamin mit bei. Hier steht auch oben drin in der Aufgabenstellung Mindestabstand zu Holz, zu Kamin, größer 5 cm nach der gültigen LBO. Das schauen wir uns dann nachher gleich an, wie man das dann, wie das dann auszusehen hat. Wir können euch nach der Sequenz dann kann ich euch auch die Lösung der Aufgaben noch online stellen? Ja, aber hier habe ich jetzt bewusst nicht mit reingemacht. Dann könnt ihr die später dann damit vergleichen. Ab Montag, Dienstag. Ab Montag oder Dienstag, ja. Also Montag auf jeden Fall. Nee, Montag kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Gut, jetzt würde ich sagen, gehen wir in unsere CAD-Software und berechnen mal die Übung 1. Ihr habt auch die Musterberechnung schon gesehen. Oder die Erklärung, wie teile ich eine Balkenlage ein, haben wir bei uns auch in der Aufgabesammlung mit bei. Genau, fangen wir hier mal mit an. Grundsätzlich ist so, ich muss wissen, wo liegen meine beiden äußeren Hölzer. Schlussendlich ist das System auf andere Bereiche übertragbar, Spacheneinteilung, Lattmaßeinteilung etc. Das System bleibt immer gleich. Ich muss nur wissen, wo beginne ich und was muss ich einteilen. Die Angaben hier nochmal, kennt ihr ja. Dann die Beispiel der Sprungmaßberechnung. Schauen wir uns das mal an. Ich habe das Licht, das Außenmaß komplett vom Gebäude. Und ich muss es wissen, das Ziel ist hier, wie komme ich auf diese beiden Randbalken, auf dieses Maß. Ihr seht, ich habe da schon die bunte Maßlinie hier drin. Das berechnen wir uns jetzt. Anhand der Beispielrechnung, das könnt ihr nachvollziehen. Später blende ich noch einen Taschenrechner ein, mit dem ihr dann die anderen Aufgaben verfolgen könnt, wie man das ausrechnet. Die 3,98 Meter wäre jetzt hier das komplette Außenmaß. Ich ziehe jetzt zweimal die Wandstärke ab, links und rechts, die 24 cm. Hier unten seht ihr was im Schnitt oder in der Ansicht. Seht ihr hier die Berechnung, 3,98 Meter. Minus 24 cm, minus 24 cm, kann man es hier auf dem Helle etwas schlecht erkennen, aber klar, minus 48 cm sind wir bei 3,50 m, lichtes Innenmaß des Mauerwerkes. Dann steht da schon bei, in der Punkt Nummer 2, lichtes Innenmaß, abzüglich Randabstand, Balken zur Außenwände. Das heißt, die 2 cm, die wir in der Angabe hatten, liegt unser Wandbalken 2 cm vom Mauerwerk weg. Ziehe ich das Ganze nochmal ab, 3,50 Meter, weniger 2 cm, weniger 2 cm. Und ganz wichtig, diesen eine Balkenstärke. Ziehe ich einmal ab, nur einmal, bitte aufpassen. Weil wir wollen das Sprungmaß ausrechnen. Viele fragen sich immer, warum Sprungmaß? Jetzt sehen wir Leute, müssen ja unser Maß einteilen auf einer Schwelle, auf einer Pfette. Das Achsmaß, das der Statiker ausrechnet, das maximale Achsmaß für die statische Berechnung, bringt uns aber wenig, weil wir das von der praktischen Seite aufrichten müssen, das Bauwerk. Und wenn ich das Achsmaß auf eine Pfette oder auf eine Schwelle aufreiße und setze das Holz drauf, dann weiß ich nicht, ob es jetzt auf die richtige Position oder nicht. Das heißt, ich zeichne Sprungmaß an, das linke oder die rechte Kante. Und weiß dann genau beim Aufrichten,
Sitzt das Holz richtig, ja oder nein? Daher brauchen wir zuerst mal ein Sprungmaß der Randbalken. Also von den äußeren Hölzern brauche ich das Sprungmaß. Deswegen haben wir hier die 10 cm oder die Balkenstärke, in unserem Fall die 10 cm, noch abgezogen. Dann kommen wir auf ein Maß von 3,38 m. So, dieses Maß von 3,38 m gilt es jetzt einzuteilen. Ich weiß nicht, ob ich da einen Maßfehler drin. Schauen wir mal. 3,50 m weniger 4, weniger 10. 3,36 m, Entschuldigung, ist ein Druckfehler. Hier ein Druckfehler. 3,36 m, im Zeichnen ist richtig drin. 3,36 m. Ja, eigentlich müsste es 3,36 m sein. Achsmaß. Jetzt weiß ich den Maximalabstand von 60 cm. Nehme wieder meine 3,36 m, in dem Fall ist 3,38 m, teile die durch mein maximal angegebenes Maß von 60 cm und bekomme dann eine gewählte Anzahl von Feldern raus. Oder eine Dezimalzahl. Auf 5,63 Felder ist schlecht auszuführen. Deswegen das Feld kleiner zu machen, also die Zahl abzurunden, die Felder geringer zu wählen, wäre jetzt natürlich nicht sinnvoll oder in unserem Fall nicht zulässig, da wir ja einen Abstand kleiner 60 cm haben wollen. Also wählen wir 6 Felder, wir runden auf. Jetzt nehme ich wieder mein Sprungmaß, mein großes Sprungmaß der Randbalken, teile das durch die Anzahl der Felder, der aufgerundeten Felder, und bekomme dann mein tatsächliches Sprungmaß heraus. Genau, das wird jetzt wahrscheinlich etwas kleiner sein, 3,36 m, da habe ich einen Druckfehler reingeschrieben, da haben wir ein tatsächliches Sprungmaß von 56 cm anstatt 56,3. Genau. Und das müsste dann, fangt in diesem Fall linke Kante an, springt das Maß zur linken Kante vom nächsten Balken und so weiter und so fort, immer zur linken Kante, links, links, links in unserem Fall. Und zum Schluss kommt die Deckenbalkenstärke des Wandbalkens noch hinzu. Und dann müssen die Maße zum Schluss als solche aufgehen. Dann ist vielleicht sinnvoll, man macht sich immer eine Maßlatte oder zeichnet es mit dem Bleistift erstmal dünn an, bevor man die Balken in Grundriss einzeichnet. Das ist vielleicht die geschicktere Variante, weil ich hier einen Maßfehler drin habe, brauche ich nicht mehr zu viel wegradieren. Schauen wir zu der Übung 1. Das blende ich mal kurz aus. Schauen wir mal her, das habe ich schon. Schauen wir die Übung 1 rein. Ich hole mir meinen Taschenrechner her. Ich weiß gar nicht, ob ich den Taschenrechner jetzt erzähle. Weißt du? Jetzt ist der oben drauf. Okay. Gucken wir mal, Stefan, ob man das sieht. Wir haben die Außenmaße 4,99 Meter auf 7,62 Meter. Wir gehen jetzt in gleicher Weise vor. Wir wissen, die Balkenlage läuft jetzt von meiner Sichtweise aus waagerecht. Ich weiß, der Wandabstand beträgt 2 cm und das Auflager 18 cm. Ich habe es hier mal vermaßt, ich kann es etwas größer machen. Ja, kann man etwas schon mal kennen. 18 cm sollen die Deckenbalken auf der Wand aufliegen. Gut. Schauen wir her. Ich ziehe eine Linie rein für den Abstand der Deckenbalken. Das mache ich jetzt mit meinem. Lineal, ziehe ich mein Lineal rein. Sieht man nicht? Ja. Ziehe es den Riss rein. Nee, bringt nichts. Nee. Ich schreibe es seitlich auf. Ich mache es mal bewusst zwei farbige Linien. Ich werde es in etwa jetzt reinzeichnen. Das ist wie immer nicht maßstäblich.
Ich habe hier leichte graue Linie hinterlegt. Und da könnt ihr sehen, das ist für mich, dient das als Anhaltspunkt, wie zum Zeichnen. Wie teile ich jetzt hier meine Balken ein? Ich habe jetzt bewusst eine rote und eine blaue Linie gewählt, mit 2 cm Randabstand. Wir wissen, ich brauche das Maß jetzt einmal von der roten Linie zur blauen Linie. Wir gehen jetzt mal her. Ich werde es als Text mal reinschreiben, weil ihr seht meinen Taschenrechner wahrscheinlich nicht. Ich schreibe jetzt einfach die Zahl mal rein. Ich gebe jetzt ein, meinen Taschenrechner. 7,62 Meter. 7,62 Meter. Abzüglich 24. Abzüglich 24. Also die zweite Mauerwerk. Abzüglich Abstand des Wandbalkens von 2 cm. Abzüglich Abstand Wandbalken von 2 cm. Bekomme ich auf ein Maß von 7,10 Meter. Jetzt hier mal rein. Ja. 7,10 Meter. Mach das mal schwarz. Ja, warum machst du nichts? 7,10 Meter. Nur 10 cm, ich bleibe jetzt bei Zentimeter. Abzüglich eine Deckenbalkenstärke von 12 cm minus 12 cm. Sind wir bei 698 cm. So, das haben wir vorhin schon mal gesehen, 698 cm. So, jetzt gilt es, diese 698 cm einzuteilen. 698 cm geteilt durch meine gewünschte Anzahl der Felder. Jetzt weiß ich ja Maximalgröße des Feldes sind 60 cm. Teilen wir das durch 60, dann bekomme ich eine Dezimalzahl von 11,63. Das Ganze ist schon einheitslos, Zentimeter durch Zentimeter, keine Einheit. Das heißt, wir haben jetzt eine Anzahl von 11 oder von 12 Felder. Da wir größer, kleiner 60 cm Sprungmaß wollen, wählen wir 12 cm. Gewählt 12 Felder. Jetzt gehen wir her, nehmen wir da unser großes Sprungmaß, der Wandbalken, 6 Meter. 98 oder 698 cm geteilt durch 12 Felder. 12 Felder gibt ein tatsächliches Sprungmaß von 58,16 oder aufgerundet 58,2 cm. Das wäre jetzt schlussendlich unser Endergebnis. Noch einen Strich drunter. So, 58,2 cm. Jetzt könnt ihr hergehen. Ich mache das jetzt hier noch die Linie noch blau. Macht nichts. Ah, Intellistift muss ich aktivieren. Jetzt sieht es besser aus. Ich habe es die bewusst blau gemacht, weil das jetzt diese Unterkante vom Wandbalken ist, springt Unterkante zu Wandbalken. Und jetzt sagt er immer, diese Außenkante ist mein Sprungmaß. 58,2. Ich ziehe die Linie etwas länger,
über das Mauerwerk hinaus. Gut ist, wenn man das auch dann in die Summe, vielleicht in das Summetaschereich mal rein. Genau, fortlaufende Maße. Ihr könnt auch mal hergehen, dass man die 58,2 immer aufaddiert und als Folgemaße hinschreibt. 58,2 plus 58,2 und so weiter. Ich ziehe jetzt mal rein die Linie. Meter 16. Genau, und die Balken springen sozusagen dann immer in die, nach oben in die Richtung. Man muss immer wissen, in welche Richtung springt dann dieses Holz oder das Sprungmaß, in welche Richtung geht es. Wir erleben es oft, dass man beim Planungshellestück, dass die Hölzer schon eingezeichnet sind, springen auf die falsche Seite. Und dann wundert man sich, warum das Ganze nicht aufgeht. Genau. So ist. So, einer haben wir noch. Dann müssten wir jetzt bis 6,40 Meter, glaube ich, sehen. Genau. So, jetzt haben wir Sprungmaß durchgezeichnet. Die andere Linie wäre jetzt rot. Ich mache es nur einmal hin, dass man es etwas nachvollziehen kann. So, also der Deckenbalken springt in diese Richtung, nach oben. Linke Kante, rechte Kante, haben wir es rot gezeichnet. Das Wandauflager von 18 cm, das haben wir in der Aufgabenstellung gesehen. 18 cm haben wir Wandauflager. Und so hätte ich jetzt diese Balkenlage eingeteilt. Sprungmaß tatsächlich von 58,2 cm. Gehen wir zur Übung 2. In der Übung 2 haben wir die Situation, haben wir eingangs schon erwähnt, haben wir eine andere Situation. Das heißt, ich habe eine Zwischenwand, eine Auflagerwand und das mache ich mir jetzt zunutze und drehe die Balken, die Deckenbalken, aber es ist die geringere Spannweite. Das heißt, man soll die Balkenlage so wählen auf die geringere Spannweite. Ihr seht auch, der Querschnitt ist etwas kleiner. Wir haben einen Querschnitt von, anstatt von 12 cm, haben wir einen Querschnitt von 10 cm. Aber gleiches Spiel auch hier. Jetzt schauen wir uns dieses Maß an. Wir müssen jetzt auf die Breite gehen vom Gebäude. Wir müssen auf die Breite gehen vom Gebäude und nehmen uns die 4,99 Meter. Die 4,99 Meter. Ziehen auch wieder Mauerwerksteige ab von 24 cm, zweimal. Und den Wandabstand von 2 cm links und rechts. Genau, haben wir dann ein Maß. 4,51 Meter, nicht das Maß, minus 2 mal 2 cm. Genau. Ich schreibe das komplett mal Ding hin. 4,99 Meter minus 24 minus 24 minus 2 minus 2 ist gleich 4,47 Zentimeter. Ich schreibe jetzt den Zentimeter nur als Ergebnis hin. Genau. Jetzt wollen wir von den 4,47 Meter oder 447 Zentimeter ziehen wir eine Deckenbalkenstärke ab, weil wir wollen das große Sprungmaß der Wandbalken. Hier haben wir es 10 cm minus 10 cm ist gleich 4,37 Meter. Dieses Maß gilt es jetzt einzuteilen. 4,37 Meter, gehen wir wieder her. 4,37 Meter oder 437 cm geteilt durch 60 cm maximal das Sprungmaß, maximal gewünschtes Sprungmaß, kommen wir auf eine Dezimalzahl von 7,28. Wählen wieder ein Feld, Anzahl, runden das Ganze auf, gewählt 8 Felder. Nehmen wir da unsere 437 cm,
Bandbalkensprungmaß. Teil durch. 8 Felder. Felder ist gleich 407, rechnen Sie aus, 437, geteilt durch 8, haben wir ein Sprungmaß von 54,63, oder sagen wir einfach 54,63, auf 54,6 lassen wir stehen, 54,6 cm. Das werden wir mal sehen, wenn wir die Balken einteilen. Der Kamin stört ja jetzt unsere Wandauflage schlussendlich. Ich zeige das mal noch rein. Genauso wie gerade eben bei der Übung 1. Zeichne das rein. Kamin war groß. Ja, genau. Jetzt lege ich mal ein Ding rein. Ich mache das Ganze erstmal wieder rot. Ich ziehe einfach mal eine Linie durch. Halt, ich muss den Stift aktivieren. Den neuen Stift. So, jetzt haben wir es rot. Jetzt kann man klar und deutlich erkennen, dass mein Wandbalken oder unser Wandbalken das Kamin durchdringt. Das wäre ja ungünstig. Das heißt, wir müssen das Ganze auswechseln. Das Ganze funktioniert so, wir teilen uns das Ganze mal ein in gewohnter Manier, wie gerade eben auch. Ich mache das mal ganz geschwind. Ich mache das Ganze ein wenig größer. Ich setze noch die rechte Kante hin. Jetzt kopiere ich es einfach. So, das ist meine rechte Kante. Auch wieder die rechte Außenkante, das ist mein Wandbalken, 2 cm Wandabstand. Hier hin, rechte Seite. Rechte Seite im Sprungmaß von 54,6. Gleiches Spiel wie gerade eben, bloß gerade 90 Grad gedreht mit einem anderen Sprungmaß. Sauber einzeichnen. Beim nächsten Balken werden wir sehen, er kommt zu nah an den Kamin heran. Ich mache die Linie etwas kürzer diesmal. Er kommt jetzt zu nah an den Kamin ran. Wir wissen, Landesbauordnung sagt, maximal, also größer 5 cm, nicht kleiner, an das Kamin heranfahren. Das heißt, würden wir hier mit diesem Balken das Kamin auch wieder tangieren. Jetzt muss eine Auswechslung rein. Das heißt, größer 5 cm, dann nehmen 6 cm an. Ich mache das Ganze noch andere Farbe, mache das jetzt einfach schwarz. Ich sage 6 cm parallel zum Kamin, noch ein bisschen größer wieder. Jetzt ist mein Lineal weg, da ist es. Mein Außenkante Kamin und 6 cm parallel setze ich meinen Wechsel. Da liegt hier auf der Wand auf und stößt an diesen dicken Balken ran. Zeige gleich die Stärke ein. Oftmals muss das Auswechslungsholz stärker dimensioniert sein. Haben wir jetzt
der Einfachheit halber hier mal drauf verzichtet, da ja dieser Wechsel mehr Last aufnehmen muss, weil es dient ja sozusagen als Wandauflage. 6 cm in diese Richtung, Abstand zum Kamin, drehen wir das Ganze 90 Grad in die andere Richtung, 90 Grad in die andere Richtung, setzen auch wieder die 6 cm an und hier sitzt sozusagen dieser Stichbalken auf meiner Zwischenwand auf den 18 cm, deswegen schaue ich ja die Vermaßung drauf. Auch hier zeigen wir gleich die Balkenstärke an, 6 cm. Ja. Ich verschiebe es einfach gerade, dass man es erkennen kann. Hier ist jetzt unser Stichbalken. Hoppla. Mal kurz zurück. So. Mach noch die linke Außenkante. Machen wir auch gleich noch in Rot, dass wir es vollständig haben. Hier seht ihr jetzt, dieser Stichbalken liegt auch 18 cm auf dem Wand auf. 6 cm Abstand zum Kamin in die Längsrichtung, 6 cm Abstand zum Kamin in der Querrichtung. Liegt hier auf der Längswand auf, bei unseren gewünschten 18 cm, wie die restlichen anderen Balken auch. Jetzt können wir der Vollständigkeit halber noch die Außenkante. Dieser, müssen wir es jetzt wegdenken, oder ich mache es einfach mal raus und zeige es neu rein. Das wäre jetzt sozusagen Fehl am Platz. Der Balken läuft dann nicht durch. Das wird das Ergebnis verfälschen. Ich mache es wieder ein wenig kleiner. Das war, die linke Außenkante war rot. Setzen wir hier an. Hier sitzt auch wieder 18 cm drauf und läuft auf diese Wand. Das Ganze mit dem Blau. Rechte Außenkante, so, dieser Balken, der läuft auch hier auf die Wand, die laufen ein Stück aneinander vorbei. Und jetzt die linke Kante, Außenkante machen wir rot, ich nehme einfach mal eine an. Die machen wir, ziehen wir rot rein. So, die kopiere ich jetzt einfach. Das ist für mich einfacher. Kopiere die jetzt einfach an meinen gewünschten Platz. Hier fehlt noch die rote Linie. Sorry, habe ich vergessen. Läuft an den Querwechsel. Läuft hier auch auf die Wand drauf. Einfach wieder linke, rechte Kante. So ist das dann besser nachzuvollziehen. Wie gesagt, macht euch am besten erstmal mit einem dünnen Bleistift euch die Maße mal drauf, bevor die Striche durchzieht, oder auf eine Maßlatte drauf. Wir prüfen das Ganze auch gerne mit der Maßlatte immer ab, bei manchen Aufgaben, also bei der nächsten Aufgabe, arbeiten wir mit verschiedenen Balkenstärken innerhalb eines Feldes. Das macht das Ganze etwas spannender. Und das habe ich oftmals, dass ich verschiedene Deckenbalkenstärke habe. Aber für den Anfang, würde ich sagen, reicht eine
Balkendimension. So würde dann auch die Lösung aussehen. Wie gesagt, wir legen euch die Lösung online unter die Aufgabe rein und ihr könnt die dann spätestens am Montag euch anschauen und mit der Berechnung hier vergleichen. Genau. Ich würde sagen, lassen wir das nächste Mal noch kurz als solches stehen. Wir sind sehr gut in der Zeit. Machen wir das Ganze mal groß. Die Wechselanschlüsse ist auch ein Thema für sich an sich oder Holzverbindungen generell. Bei einer nicht sichtbaren Balkendecke wird man das Ganze natürlich mit Balkenschuhen verbinden. Bei einem 10er Deckebalke wäre jetzt vielleicht ein eingefräster Schwalbeschwanz etwas zu viel. Da müsste man schon die Holzdimension etwas nach oben wählen. Es gibt auch eine Vielzahl von anderen Verbinder, Topverbinder, Alu-Schwalbenschwanzverbinder etc. Also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir zeigen es bei uns im ersten Ausbildungsjahr natürlich auch mit Zapfenverbindung, Brustzapfen zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Ganze zu verbinden. Aber wichtig ist, ich muss natürlich wissen, wie setze ich diese Stichbalken an oder die Deckenbalken an dem Querwechsel, an diesem Stichwechsel. Wie sind die Verbindungen hier zu wählen? Habe ich eine sichtbare Balkendecke? Habe ich eine nicht sichtbare Balkendecke? Da muss man dann das entsprechende Verbindungsmittel als solches wählen. Wäre bei uns ein extra Thema. Genau. Jetzt würde ich sagen, das ist eine gute Punktlandung. Bevor wir übergehen zum CAD, Sparren anreißen, das Ganze ist etwas umfangreicher von der Zeit. Ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt mal noch stehen über der Pause. Wir machen jetzt Pause bis 13.55 Uhr. Genau, schreiben im Chat gleich rein. Machen das Bild noch etwas kleiner, damit ihr das Ganze vollständig dann seht während der Pausenzeit. Und wir werden dann wieder auf Sendung sein um 13.55 Uhr mit dem CAD-Sparen für das zweite Ausbildungsjahr, zweites und drittes Ausbildungsjahr natürlich. Entschuldigung. Aufgabe findet ihr unter Aufgabe Nummer 8 im zweiten Ausbildungsjahr. Ist aber natürlich Thema auch in der Gesellenprüfung, Anreißen eines CAD-Sparens. Gut, also